Gesucht wird der letzte Viertelfinalteilnehmer des diesjährigen WFV-Pokals. Und somit standen sich an Allerheiligen der SSV Gaisbach aus der Fußballbezirksliga Hohenlohe sowie die Stuttgarter Kickers aus der Fußballregionalliga Südwest gegenüber. Bei sonnigen Temperaturen gab es 4 Wechsel in der Anfangsformation von Kickers Interimscoach Paco Waas. Daniel Düringer, Felix Gerber, Maurice Hirsch und As Diakite kamen für Mario Sofer, Josip Landeka, Lukas Skepanik und Jesse Weißenfels zum Einsatz. Die Kickers hatten die erste Möglichkeit nach einem Eckball von Alexandro Abruscia in der 6. Spielminute. Die nächste Möglichkeit für die Blauen. Wieder Freistoß Abruscia und hauchdünn ging sein Schuss am Tor vorbei. Dann Ecke Kickers. Eckball Alessandro Abruscia. Und dann ist es Laci Badian. Der köpft nur an den Pfosten. Das hätte die Führung nach rund 21 Minuten sein können. Dann wieder die Blauen. Und dann ist es Sebastian Mannström, der auf Vorarbeit von As Diakite verpasst. Chance dann auch für den SSV Gaisbach. Und da waren sie sich vorne nicht einig genug. Auch die nächste Chance gehört dem SSV Gaisbach nach einer Ecke. Und dann ist es Johannes Beetz, der am langen Pfosten verpasst. Und noch einmal kommt der SSV. Die setzen gut nach, standen heute nicht nur hinten drin, doch der Distanzschuss geht letztendlich am Tor vorbei. Dann wieder die nächste Möglichkeit der Kickers. Eckball Abruscia und in der Mitte war es Döringer und irgendwie kriegen die Hohenloher den Ball noch von der Linie. Vor der Halbzeit die nächste Möglichkeit für die Kickers. Aber letztendlich stand da ein Kickers-Akteur im Abseits. Die zweite Halbzeit geht los mit einer guten Flanke von As Diakite in den Strafraum, aber Eberle im Tor von Gaisbach kann klären. Eckball dann für Gaisbach und da strich der Ball nur wenige Zentimeter am Tor vorbei. Dusel für die Kickers. Dann guckt einfach mal selber ein vermeintliches Foulspiel gegen As Diakite. Da hätte man durchaus auf Strafstoß für die Kickers entscheiden können. Beide Akteure machten danach weiter. Dann ein langer Ball auf Badian, auf Abruscia, der versucht's. Und As Diakite staubt ab und trifft in der 58. Spielminute zur 0:1 Führung für die Stuttgarter Kickers. Genau da muss ein Mittelstürmer stehen. Wer bis dahin dann dachte, dass der SSV Gaisbach sich einschüchtern ließ, der täuschte. Es war ein Spiel mit nur leichten Feldvorteilen für die Kickers, die es mit Gerber versuchten, mit einer Flanke. Doch vereint kann der SSV Gaisbach klären. Dann Freistoß SSV über Bauer. Doch Vavodic im Tor der Kickers pflückt den Ball runter. Und dann eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleich für den SSV Gaisbach in der 75. Minute. Lukas Münch am Tor vorbei. Und auch die nächste Möglichkeit gehört dem SSV Gaisbach nach einer Ecke. Doch auch aus dieser Situation kommen die Kickers unbeschadet raus. Dann geht es mal schnell für die Kickers. Der eingewechselte Enis Kühler mit der Flanke in die Mitte. Doch Gaisbach klärt zur Ecke. Wir sind in der Nachspielzeit. Wieder ist es Kühler mit der Flanke in die Mitte. Der eingewechselte Roman Cassia setzt nach. Diakite mit dem 2:0. Doch er trifft nicht. Es bleibt bei 0:1. Riesenmöglichkeit hier für As Diakite, den Sack zuzumachen. Und somit kommt Gaisbach noch zur letzten Chance. Aber Stefan Moritz scheitert letztendlich mit einem harmlosen Distanzschuss an Barmodic. Die Kickers gewinnen beim SSV Gaisbach glanzlos mit 0:1.
Paco hier, 1-0 gewonnen heute in Gaisbach. Wichtig ist Hauptsache, das Viertelfinale gebucht. Was sagst du so zum Spiel? Ja, war schwierig von Anfang an. Der Platz liegt natürlich nicht gut da für uns. Wir wollten Fußball spielen, der Platz ist eng. Die Oberfläche ist sehr, sehr holprig. Es war nicht einfach. Ich denke, es ist eine Pflichtaufgabe gewesen, die wir knapp mit 1-0 gewonnen haben, wobei wir noch 2-3 Chancen hatten zum Schluss. Der Gegner auch 1-2 Mal. Aber ich denke, der Sieg geht in Ordnung und wir ziehen ins Viertelfinale ein. Du hast heute 4 Wechsel vorgenommen gegenüber dem Freiburg-Spiel. Sind die Spieler eher geschont worden? Muss man sich da Sorgen machen? Oder hat das taktische Gründe gehabt? Nein, taktisch nicht, weil wir im Grunde genommen mit der gleichen Formation bzw. mit der gleichen taktischen Formation gespielt haben. Es war eher zum Schonen, weil wir natürlich auch im Hinterkopf immer das Spiel Mainz haben. Es wird eine schwere Woche für uns, es werden auch schwere Tage, sehr intensiv und wir müssen natürlich schon schauen, wo wir die Körner lassen, ja, und wo wir nicht lassen. Deswegen war es auch wichtig, heute den einen oder anderen zu schonen und auch letztendlich nach dem 1-0 war klar, jetzt müssen wir wechseln. Ja. Du sprichst das Spiel schon an gegen Mainz, nächsten Samstag. Die sind, glaube ich, als Drittliga-Absteiger sehr gut auch in die Saison gestartet, sind Tabellendritter. Was denkst du, was ist da für uns drin? Ja, ich denke, wenn wir da anknüpfen, wo wir in Freiburg aufgehört haben, das waren sehr, sehr gute 90 Minuten, das war sehr konzentriert. Wir haben leidenschaftlich gespielt, wir haben Torchancen gehabt. Nach 6 Minuten muss Lacci eigentlich 1-0 machen. Also ich glaube, wir sind vielleicht ganz kurz davor, vielleicht ein ganz, ganz großes Ding zu machen. Ja, aber es ist wichtig, dass wir kleine Schritte erstmal im Kopf haben. Und wenn wir mit der Leidenschaft und mit der Voraussetzung, wie wir in Freiburg gespielt haben, da reingehen, ist alles möglich. Super, vielen Dank, gute Heimreise und auf die Blaue. Maurice, heute 1-0 gewonnen. Pflichtsieg, würde ich sagen, oder? Ja gut, in der Pokalrunde, das sind alles K.O.-Spiele, da geht es nur darum zu gewinnen. Wie man am Ende gewinnt, ist dann völlig egal und da fragt auch keiner mehr nach. Der Trainer hat schon angesprochen, die Platzverhältnisse sind ja auch nicht unbedingt die besten. Wie schwer fällt es da allgemein, ich sag mal, ein konstruktives Spiel nach vorne und so aufzuziehen? Gut, natürlich waren die Platzverhältnisse nicht einfach, aber ich meine, der Gegner musste auch drauf spielen. Da musst du dich halt den Gegebenheiten anpassen. Ich glaube, das haben wir heute versucht, haben es nicht immer hinbekommen, aber wie gesagt, am Ende haben wir 1-0 gewonnen, das zählt. Wir trainieren jetzt schon, oder ihr trainiert jetzt schon seit knapp 2 Wochen unter dem Paco. Was läuft anders? Wie ist der Zusammenhalt in der Mannschaft? Wie ist die Stimmung? Gut, natürlich nach dem 0-0 auch am Sonntag hat uns natürlich wieder ein Selbstvertrauen gegeben. Auch das zu 0-Spiel heute, auch wenn es gegen Kreisligisten oder Bezirksligisten war, gibt uns auch wieder Selbstvertrauen. Der Trainer hat uns 2-3 klare Dinge wieder auf den Weg gegeben, die wir auch unter der Woche immer wieder trainieren. Und wir folgen ihm und jetzt hoffe ich, dass wir am Wochenende wieder was Zählbares holen. Das heißt, 3 Punkte sind im Bereich des Möglichen am Samstag im Heimspiel gegen Mainz. Ja, in der Regionalliga Südwest ist, glaube ich, gegen jeden Gegner 3 Punkte machbar. Wir müssen halt immer unsere 100% erreichen. Wenn wir das schaffen, sind wir sehr, sehr nah dran, auch mal wieder 3 Punkte zu holen. Super, vielen Dank. Ja.